Moin moin ihr Lieben, es geht weiter im Winterdorf und zwar möchte ich mit euch mal diese Schneesturm-Quest uns angucken. Da ich mit Leia ja immer noch nicht ins Winterdorf komme, bin ich hier wieder auf meinem zweiten Account mit der Essina unterwegs. SSO arbeitet aber aktuell an dem Problem, es haben anscheinend ja auch viele Spieler, nicht nur ich so, und ich hoffe, sie fixen das ganz schnell. Ja, wo starten wir diese Quest mit den Wirbelstürmen? Hier oben bei dem kleinen Wichtel. Das heißt, ihr müsst zuerst das Winterdorf freigeschaltet haben, dann die erste Quest beim Wichtel abgeschlossen haben, wo ihr euch das Winterdorf anguckt. Und danach kommt die Quest, dass ihr die Wirbelstürme freischaltet. Was mich etwas irritiert, ist der Post von SSO. Sie schreiben, wenn du dein Winterdorf-Intro abgeschlossen hast, geht die Geschichte erst so richtig los. Unsere tapfere Heldin wird sich den eiskalten Böen der plötzlich auftretenden Schneestürme stellen und denen beistehen, die Hilfe brauchen. Okay, soweit so gut. Aber jetzt kommt's. Unsere Wettervorhersage kündigt Schneestürme, die täglich zwischen 8 Uhr und 10 Uhr morgens bzw. 17 und 19 Uhr abends an zufälligen Orten auf Jorvik auftreten. Wie bitte? Es gibt eine zeitliche Begrenzung zwischen 8 und 10 Uhr morgens. Also, sorry, wir sind da alle entweder auf der Arbeit oder in der Schule. Und 17 und 19 Uhr ist auch ziemlich begrenzt. Ich arbeite meistens bis 19 Uhr in letzter Zeit und das ist richtig krass. Das finde ich ärgerlich. Also das regt mich schon wieder ein bisschen auf, wenn das tatsächlich so ist, dass man nur in der Zeit diese Wirbelstürme sehen kann. Also diese speziellen Wirbelstürme, das ist anscheinend hier so ein Schneetreiben, was uns Quests bringt. Die Schneestürme sind auch nur in den nächsten 2 Wochen da, also man muss gucken, dass man das dann abschließt in der Zeit, was natürlich jetzt für die Leia mega ärgerlich ist, weil ich damit nicht anfangen kann, aber ich hoffe, SSO fixt das Problem, dass ich nicht ins Winterdorf kann. Genau, also man bekommt eine Heldenquest dadurch. Und ja, die Zeiten, zu denen Schneestürme auftreten, richten sich nach der Zeit deines Servers. Während jeder dieser Schneekrisen gibt es eine Quest, also zwei pro Tag, also eine morgens, eine abends, so verstehe ich das, eine zwischen 8 und 10 Uhr und eine zwischen 17 und 19 Uhr. Und nur eine der zwei Quests, und wir wissen halt auch nicht, welche das ist, wird für alle Spieler verfügbar sein und die andere nur für Star Rider. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich werde die Quest jetzt erstmal machen und mal schauen, aber die Zeiten sind schon mal mega kacke. Und ja, also man weiß halt auch dann immer nicht, welches ist. Also wenn man Non-Star Rider ist und morgens in der Schule ist und dann sich abends einloggt und da ist aber nur die Quest für Star Rider, ist es halt auch schon wieder ärgerlich. Ich bin aber gespannt, was man da bekommt. Achso, ja, für das Abschließen dieser Quest erhältst du Wintermarken. Aha, Wintermarken, alles klar. Das wäre also geklärt. Wintermarken funktionieren ja genauso wie beim Halloween, die Herbstmarken. Man sammelt sie einfach und dann hat man den Shop und kann sich dafür Outfits aussuchen. Ja. Okay, starten wir einfach mal. Ich will nicht zu viel am Anfang rummeckern, aber ja, dadurch, dass ich mit der Leia gerade nicht ins Winterdorf komme, bin ich halt so ein bisschen mad. Also sorry dafür. So, starten wir mal die Quest hier beim kleinen Wichtel. Das Wetter auf Jorvik war in letzter Zeit wirklich verrückt und jetzt scheint es noch schlimmer geworden zu sein. Sieh am besten mal nach, ob jemand Hilfe braucht. Jupp, machen wir doch. Ich habe gehört, im Moorland weht der Wind sehr stark. Okay, das ist ein Zeichen, es geht nach Moorland zurück. Und genau, wir starten also mit dem Schlitten hier zurück in unsere Welt.
Okay, und ich sehe direkt hier einen Mega-Wirbelsturm, der auch noch mit so einem Strahl, einem Sternenstrahl oder so markiert ist. Also tatsächlich nicht zu übersehen. Also reiten wir mal zu dem Wirbelsturm. Ach, und dieses Geräusch durch den Schnee zu laufen und diese Winterlandschaft sind einfach ein Träumchen. Ich mag es total gerne. Und allein das entschädigt schon mal ein bisschen dafür. Ich bin in einen Wirbelsturm tatsächlich reingeraten. Crazy. mir wird gleich ganz kalt. Okay, so, aber was kann ich denn hier machen im Wirbelsturm? Hier steht ein Transporter. War der schon immer da? Der ist doch neu. Also hier ist der Sonnenstrahl und hier steht Rovan. Hallo Rovan, was machst du hier im Wirbelsturm? Puh, Sina, wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen in all dem Schnee hier. Danke, dass du gekommen bist. Gerne, gerne. Meine Güte, ist das kalt. Ich habe ja geahnt, dass wir Schnee kriegen, aber so viel. Ich hatte Vorräte für alle zusammengestellt und wollte sie gerade ausliefern, als der Sturm losging. Als ich nur noch weiß sehen konnte, habe ich die Kontrolle über den Truck verloren und die Vorräte sind runtergefallen. Ich versuche gerade, sie alle wiederzufinden, aber das ist nicht einfach. Würdest du mir helfen? Aber sicher doch. Ne? Das machen wir doch. Insofern, so, schauen wir mal, wo die Vorräte hingefallen sind. Und kämpfen wir uns mal durch den. Oh mein Gott, ist hier viel Schnee. Du meine Güte. Crazy. So, hier hinten liegt doch schon eine Kiste verstreut. Die nehmen wir gleich mal mit. Okay. So, die nächste verstreute Kiste müsste hier irgendwo liegen. Wow, das mit dem Schnee ist so mega cool. Es ist genial, wie man sich hier so hindurchstapft. Und schaut mal die Spur, die ich hier hinterlasse. Ach, das ist so schön. Das ist wirklich so schön. Man kann einfach nur Spaß machen, indem man Spuren in den Schnee läuft. Aber das mache ich in Real tatsächlich auch. Ich liebe es, im Schnee rumzustapfen und Schneeengel zu machen und ein Iglu zu bauen oder einen Schneemann oder sonst wie was. Und hier ist die letzte Kiste. Und dann gehen wir mal zurück zu Rovan. Ich muss mal gucken, wie das mit meinem kleinen Haustier ist. Versinkst du im Schnee oder kannst du oben drüber laufen? Nein, mein kleines Haustier versinkt auch im Schnee, aber es macht seine eigene kleine Spur im Schnee. Das ist so genial. Es ist so realistisch. Mega cool. Mega cool. Oh, ich bin gegen irgendwas gelaufen. Ja, da muss man aufpassen im Schnee, dass man nicht gegen irgendwelche versteckten Gegenstände läuft und sich die Hufe anhaut und so, ne? Cool. Mein kleiner Fuchs da unten. Lustig. Okay, genug im Schnee gespielt. Ich sehe meine Maus gar nicht bei dem ganzen Dings hier. Wo ist meine Maus? Das ist so weiß alles. Du hast sie alle, bravo. Selbst wenn es düster und stürmisch zugeht, gibt es immer einen Lichtblick. Und das sind Menschen wie du. Ich danke dir wirklich. Das wird sehr helfen. Ach, schön. Helfershelfer abgeschlossen. Also, ich habe XP gekriegt. Ich glaube, das war's. So, ich bin nochmal zurück ins Winterdorf gegangen, weil ich dachte, vielleicht kann man diese Quest nochmal weiter abschließen, weil eigentlich sollte man doch Wintermarken kriegen und ich habe jetzt aber nur Schillinge und Pferde-XP gekriegt. Aber vielleicht bekommt man die Wintermarken dann auch erst bei diesen richtigen Quests in Anführungsstrichen, also die, die zwischen 8 und 10 Uhr morgens und zwischen 17 und 19 Uhr dann kommen. Es ist jetzt 2:30. Das bedeutet, ich muss noch warten bis 17 Uhr, bis ich die erste Quest da machen kann.
Bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß weiter beim Erkunden des Winterdorfes. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, eure Leia.